Was geht ab, meine Lieben? Ich werde nun jeden Donnerstag ein zweites Konzept hier auf diesem Kanal starten. Dabei geht es wirklich nicht um News. Aber keine Angst, es wird nicht scheiße, hoffe ich. Nein, es wird nicht scheiße, es wird ziemlich cool. Die Show heißt einfach Phil und ich habe sie vor einem halben Jahr schon mal auf einem zweiten Kanal gestartet. Da aber leider nicht weitergemacht. Daher gibt es diese Woche zum Einstieg für euch alle eine Ausgabe, die es schon mal gab. Oh mein Gott, es tut mir leid. Nicht. Ich hoffe, sie gefällt euch. Schreibt es mir in die Kommentare. Bis nächsten Donnerstag. Peace. End out. Was geht ab, meine Lieben? Kennt ihr diese Tage, an denen einfach nicht so läuft, wie es soll? Ich bin letztens mit dem Zug von Bremen nach Hamburg mal wieder gefahren und weil auf der Strecke momentan gebaut wird, erlebt man da eigentlich immer irgendwas. Das letzte Mal hat aber alles übertroffen. Mein Tag hat ganz normal wie jeder andere auch um 8 Uhr angefangen. Denkste. Da ich mich erst um 13 Uhr auf den Weg machen musste, habe ich mir gedacht, okay, bleibst du noch mal bis 10 Uhr liegen. Also habe ich mir den Wecker auf 10 gestellt, mich wieder hingelegt und bin random irgendwann aufgewacht. Um fucking 12 Uhr! Super, der Wecker hat nicht geklingelt, aber kein Ding, gar nicht von abhalten lassen, Kaffee gekocht, getrunken, fertig gemacht, losgegangen, nach dem Geld geschaut. Kein Bargeld in der Tasche. Als ich es dann irgendwann irgendwie geschafft habe, zum Bahnhof zu kommen, war das erste, was ich gehört habe. Als ich dann eine Stunde auf den nächsten Zug gewartet habe, der dann natürlich total überfüllt war, hat sich da jemand zu mir gestellt und kam immer näher. Und näher. Und näher. Und irgendwann stand er denn so nah bei mir dran, dass man hätte denken können, der will mit mir kuscheln. Ich stand natürlich so ein bisschen bedrömmelt da und irgendwann habe ich mal einen Blick nach unten gewagt. Der Typ stand mit seiner Hand genau auf der Höhe meiner Eier. No joke, er hätte nur zupacken müssen und dann wären Tommy und Adi genau in seiner Hand gewesen. Ich bin dann natürlich sofort weg, er hat mich irgendwo anders hingestellt, auf den Boden gesetzt. Und nach einer Zeit habe ich einen Blick nach links gewagt, wo der Typ gestanden hat. Auf einmal hatte der die Hand in seiner Jogginghose und... Jetzt seid ihr gefragt, kennt ihr so Tage, wo einfach nichts wirklich laufen will und so ganz kuriose Sachen passieren? Dann schreibt mir doch einfach einen Kommentar unten mit rein. Ich würde mich drüber freuen und meine Lieblingskommentare werden dann am Ende der nächsten Ausgabe gezeigt. Vielen Dank fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr gerne abonnieren und dann sehen wir uns. Bis dahin, haut rein, euer Phil. Peace and out.